So, das Profil heißt immer noch Test. Das lässt sich auch nicht ändern. Heute ist ein bisschen knapper mit der Zeit, deswegen geht's direkt rein ins Spiel. Feuer frei. Gucken wir doch mal, was dann heute passiert. Letzte Woche war ja ein bisschen Action angesagt mit dem Mutterschiff. Das ist jetzt erstmal wieder ein bisschen vorbei. Das ist erstmal wieder so ein bisschen ruhigerer Level und die Maus hängt da schon wieder. So. Runter geht's auch nicht mehr. So. Also scheint mit der Maus tatsächlich an den Rändern des Fensters zu liegen. Denn wenn die Maus dann darüber geht, dass es dann einfach nicht mehr vom Spiel erkannt wird. Und dass eben auch keine Anzeige mehr da ist und die Maus eben nicht außerhalb oder der Mauscursor nicht außerhalb des Fensters angezeigt wird. Deswegen wirkt das so ein bisschen komisch hier beim Spiel. Also wenn ich ab und an mal irgendwo gegenfliegen sollte, ist nicht meine Schuld, ist die Maus. Natürlich. Was denn sonst? So. Wie gesagt, heute ist wirklich ein bisschen knapper. Es war nicht nur bloß für den Anfang des Videos, es ist tatsächlich so. Ein oder zwei maximal, je nachdem wie ich durchkomme, Missionen heute. Und dann wird es hochgeladen. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal sogar aufgrund der Kürze der Zeit und der Kürze daraus resultierte Kürze des Videos. Ja, mal wirklich pünktlich auf den Samstag da das Video hochzuladen. Vor allen Dingen, dass es dann auch bis da dann hochgeladen wurde und nicht wieder auf den Sonntag dann fällt. Bei Minecraft letzte Woche kam ja tatsächlich erst am Dienstag. Ganz einfach deswegen, weil das Hochladen so ewig lange gedauert hat. Tatsächlich 8 Stunden gewesen. Naja, das soll jetzt ein bisschen kürzer werden diesmal. Bitte erkannt. Beziehungsweise muss ein bisschen kürzer werden, weil ich keine Zeit habe. Aber ich will trotzdem mich an meinen Upload-Plan halten und ein Video zu dem jeweiligen Zeitpunkt auch hochladen. Na komm. Zack. Oha. Wollte noch ein bisschen einstecken. Zack. Und hört mal dieses kleine Pling, das ist immer ein Einschlag von irgendwas. Ist bei denen nicht so ganz schlimm, weil das Schiff vor allen Dingen auch ausreichend Energie hat. So, und sich vor allen Dingen immer noch wieder auflädt. Aber überlegt, wirklich so 2-3 Level jetzt zu spielen, um wieder ein Schutzschild zu kaufen. Weil es doch im Endeffekt sinnvoller als das automatische Aufladen. So, erstmal ist das Aufladen nicht so ganz wichtig. Und zweitens, mit dem Schutzschild ist es wirklich nur noch interessant, die ballistischen Raketen zu beachten. Also die von den Piraten abgeschossen werden. Das ganze andere ist alles irgendwie, ja was auch immer es ist, elektrisch oder wie auch immer es gedacht ist. Oder Plasma oder sowas. Es wird alles vom Schutzschild abgefangen. Und daher ist das Schutzschild die sinnvollere Variante als das automatische Aufladen. Ich rede dich in Erinnerung, habe 10.000 hat das gekostet. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen spielen. Und dann gibt es vernünftiges Schutzschild und dann ist auch Ruhe. Dann ist es ein bisschen entspannter alles. Rakete erkannt. Ja, ja, Rakete erkannt. Hier gibt es keine Raketen. So. Aber zumindest sind es ja ordentlich Gegner, die man abschießen kann. Eieieiei. So, heute mal ein bisschen krachen lassen hier. Wir sind da durch quasi. So. Geht doch. Man kriegt halt nichts, wenn man die nicht ganz abschießt. Deswegen ist so anschießen ist sinnlos. Das war auch sinnlos. Herzlichen Glückwunsch. Neustart. Bereite dich vor. Also bleibt dabei, heute nur Mission 8. Lässt sich leider nicht anders machen heute. So. Irgendwo konnte man auch noch Sachen einstellen. Mit den F-Tasten. Ja, das war die Geschwindigkeit. Gab es aber noch andere Sachen, die man einstellen konnte. Wo war das? Ah, hier. Kann hier sich die Anzeigen für die Waffen so ein bisschen einstellen. Da sieht man dann immer so ein bisschen
So ist natürlich optimal, weil es am wenigsten Platz verbraucht. Aber so sieht man halt die Waffe dann eben auch. So ist natürlich dann ein bisschen weniger so. Und so ist ganz aus ist ein bisschen doof. Aber dann sieht man halt gar nichts mehr. Aber dann gibt es noch das. Das ist hier, man kann die Schussfrequenz anpassen. Da sind es jetzt alle gleichzeitig. Da ist es dann jetzt ein bisschen verteilt. Da ist es dann wieder gleichzeitig. Das Gleichzeitige geht halt auch. Ich spiele halt lieber so, weil es dann eben Dauerfeuer ähnlich ist. Mit dem Gleichzeitigen hat man halt so ein bisschen den Vorteil, man kriegt viel mehr auf einmal dann weggeschossen. Zack. So. Ups, da ist Schiff getroffen. Aber so ist dann doch ein bisschen schöner zum Zocken, finde ich. Was gab's noch? Irgendwo. Nee, das war's. Kurz nochmal durchgegangen, habt ihr das auch mal gesehen. Rakete erkannt. Wie gesagt, ich spiele halt immer in dem Modus, weil es dann ein bisschen Dauerfeuer ist. Irgendwie ist der Schießrhythmus doch noch anders. Ja, das waren die Waffen. Irgendwie haut das noch nicht wieder ganz hin. Kann aber auch Einbildung sein. So, jetzt haben wir dahingestellt, was das ist. Ich treffe, das reicht. Also sind wir jetzt wieder da, wo wir zuletzt waren. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal durch. So, ups. Brauchen wir lieber nicht drauf ankommen. Warum schießt er da eigentlich immer nach unten? Naja. Warum auch immer. Da, da. Weil das Große in der Mitte gibt natürlich die meisten Punkte. Rakete erkannt. Gleich schon wieder keine Schildenergie mehr. Ah, Hüllenenergie. Eieiei. Ja. Rakete erkannt. Keine Raketen erkannt hier. Gibt es keine Raketen mehr. Ich bleib dabei. Das Schiff schießt jetzt irgendwie anders, nachdem ich das einmal gezeigt hatte. Naja, was soll's. Zack, zack, zack. So. Ja, auf letzte Energie hier heute, ich merke das schon. Diese komischen weißen Düttel, die da jetzt rumfliegen, die gehen übrigens auch durch das Schutzschild durch. Das ist auch so, das muss man so ein bisschen drauf achten. So. Weiter. Und, was mache ich denn da? Machen wir eben ganz kurz schauen. Ah, da, 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 da. Hier. Energieschild, 10.000. Ja. Also, wie gesagt, das braucht noch ein bisschen. Das ist dann beim nächsten Mal dran. Für diese Woche sage ich erstmal tschö und ja, da ist das Bild jetzt auch schon weg. Ich habe das Spiel ja schon beendet. Also, wie gesagt,
Astromenes ist diese Woche rum. Minecraft kommt am Montag wieder und nächste Woche Samstag geht's dann normal mit Astromenes mit einer normalen Folge auch wieder weiter. Bis dahin sage ich erstmal schönes Wochenende und tschö!